Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten App Review. Ich werde euch heute vier Apps vorstellen: Doodle Jump, Hoop Slide, Monkey Ball und Unblock Me Free. Nun zum ersten App: Doodle Jump. In diesem Spiel geht es darum, durch das Bewegen des Gerätes, des iPods, diesen kleinen Doodler hier möglichst hoch hinaufzubringen. Ich zeige es euch mal. Also, ich muss hier so drehen, durch die Kamera ist es ziemlich schwierig. So einfach nach oben springen, diese Sprungfedern machen, dass man raufspringt, die Trampoline auch. Wenn jetzt hier runtergefallen, dann hier your score. Mein Highscore ist 30.000, jetzt habe ich 2.700. Dann kann man hier den Namen eingeben, ja. Da kann man auch noch bei Optionen, kann man Classic Modus, dann gibt es nur Springfedern, es gibt sonst auch noch Raketen und Helikopterhüte und so. Und da kann man auch Directional Shooting, also wenn man jetzt hier spielt, kommen so Monster manchmal. Ich habe jetzt hier eingesagt, also ich kann einfach, wenn ich drücke, dass ich gerade hinaufschieße. Aber wenn ich jetzt hier runterfalle und jetzt und stelle Directional Shooting an, dann, wenn ich hier drücke, schießt er hier hin, wenn ich hier drücke, schießt er hier hin. Das ist einfach ein bisschen schwieriger für mich jetzt im, ja. Dann zum zweiten App, Hoops Light, also ganz Arcade Hoops Basketball Light. In diesem Spiel geht es darum, Basketbälle in so einem Arcade-mäßigen Stil in Körbe zu werfen. Also hier haben vier Basketbälle, hier ist die Zeit. Denn jedes Mal, wenn man einen Ball trifft, dann bekommt man zwei Punkte. Und jetzt muss man einfach, sobald ich anfange, geht hier die Zeit runter. Ich schieße nämlich hier so hoch, muss nur das Gerät treffen. Also, so schwer ist das nicht. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich mache mal besser den Ton aus, weil es nerven müssen. Dann komme ich zu meinem dritten App, Super Monkey Ball. Es ist ein ziemlich komplexes Spiel, das kostet auch ziemlich viel. Ja, es ist von Sega. Setzt mal hier das Spiel fort. Und hier muss man so durch Tilten des iPods auch nach vorne kommen. Hier sieht man es nicht gut. Muss mein Stativ. Hier muss ich hier durch. Sieht man jetzt alles schlecht. Ja, das ist ziemlich schwer zu zeigen so. Auf jeden Fall ist es sehr lustig und es hat auch einen großen Umfang. Man kann hier den Namen eingeben, das ist ein bisschen komisch gemacht. Man hat keine Tastatur. Ich bin noch nicht sehr weit. Es gibt irgendwie über 100 Level. Ich bin jetzt etwa bei Level 15. Hier, das ist ein Fünftel. Ja, mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen, da ich noch nicht so lange gespielt habe. Vielleicht machen wir auch ein größeres Review nur zu Super Monkey Ball. Dann zu meinem vierten App. Unblock Me Free. Ich kannte dieses Spiel, so, das heißt glaube ich Rush Hour. Das war so ein Brettspiel mit so Autos, wo man das auch machen musste. Hier für eine Free-Version kommen etwas ziemlich viele Level. Also wenn man eine Challenge mal gemacht hätte, würde ich jetzt hier erzählen, wie viel mal man bewegt. Und hier ist einfach das Ziel, dieses rote Ding hier rauszufahren. Ich zeige es euch jetzt einfach mal an Level 1, das ziemlich einfach ist. Also, hier muss ich jetzt einfach den hier rausbringen. Also muss den jetzt hier unten und so, so. So, so. Dann mache ich so. So, so, so.
Und so kann ich hier das runter fahren. So. Was ist mit Level 1 passiert? Das war doch einfach. Ach so, so. Und jetzt hier das nach hinten. Und, so. Und jetzt kann ich den hier. Nicht den. Den hier rausziehen. Jetzt habe ich es Level geschafft. Jetzt komme ich zum Level 2. Jetzt bewege ich einfach so rum, bis es klappt. Und ich verzweifle ja schon fast bei Level 8 oder so. Und sogar in der Live-Version hat das über 50 Level. Hier, das ist nur Beginner. Und dann... Das ist Beginner, das ist alles... Das sind... 400 Level, nur für Beginner. Und bei Intermediate hat es glaube ich auch wieder so viel. Das sind 1200 Level etwa. Also, das kann man wirklich nicht schlagen. Das waren meine 4 Apps. Ich werde auch noch die Links in der Beschreibung, hier drüben, posten, damit ihr es euch in iTunes anschauen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt bitte konstruktive Kritik.